Morgen zusammen. Moin. Die Startausstellung werden wir dann nach dem Qualifying, was ja auch heute Morgen noch läuft, dann aufhängen. Hier an Box 25 werden wir auch nochmal eine kurze Durchsage natürlich dahingehend machen. Die Startphase läuft dann wie folgt ab. Wenn das gesamte Starterfeld steht, werden wir vorne, die Person, die dort im Vorfeld mit einer roten Flagge oben hochgehalten steht, diese wird runtergenommen, wenn die komplette Startausstellung und das komplette Starterfeld somit komplett ist. Dann wird nochmal der Verweis auf die Ampelanlage gegeben, die Person läuft runter. Im Nachhinein wird die Ampelanlage rotes Licht anzeigen und dieses wird dann nach ungefähr roundabout 3 Sekunden ausgehen. Genießt die Zeit auf der Rennstrecke, genießt das Rennen heute Nachmittag, fahrt alle mit einem fetten Grinsen wieder nach Hause und dann werden wir nochmal einen schönen dritten Tag hier haben. Okay? Dann bitte alle nochmal einen Airsticker abholen. Die, die den vom Langstreckenrennen haben, die brauchen den nicht nochmal holen. Alle anderen bitte nochmal den Sticker abholen und neben dem Gruppensticker auf der Kasse. So, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt wahrscheinlich gerade eben schon eine kleine Fahrerbesprechung vom Dorian gehört. Und zwar geht es wieder auf oder in ein Fun-Rennen. Das zweite jetzt für mich. Das erste kam mega gut an. Mittlerweile, glaube ich, fast über 70.000 Klicks oder so. Echt krass. Und super Feedback auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich gesagt, ich habe wieder Bock. Ich will wieder fahren. Eigentlich wollte ich in der 1000er-Klasse fahren. Sind so ein paar Faktoren mit drin. Einerseits war sie eigentlich voll. Jetzt ist sie anscheinend wieder ein bisschen leerer geworden. Jetzt habe ich mich aber schon ein bisschen auf die 600er eingeschossen. Beziehungsweise gesagt, ich will wieder mit der 6 fahren. Ich denke, bei einem nächsten Event werde ich auf jeden Fall auch einmal mit der 1 fahren. Ansonsten, wir sind gerade in Brünn. Ich sag mal, ich fühle mich hier nicht so gut wie in Oschersleben. Also in Oschersleben, da waren wir jetzt auch ein paar Mal öfter, war das schon alles ein bisschen flüssiger. Dementsprechend seht ihr wahrscheinlich auch heute nicht immer so die beste Linie. Aber wir schauen mal. Jetzt geht es erstmal gleich nochmal in 2 Turns Qualifying rein. Da muss ich nochmal eine Zeit setzen für den Startplatz. Und dann geht es, wie im letzten Video auch, oder im letzten Rennstreckenvideo, im letzten Rennvideo auch, wieder in ein leichtes Commentary sozusagen rein. Ich werde das Ganze ein bisschen nachkommentieren. Ich werde diesmal nicht so viel spoilern wie im letzten Video, das haben ja auch ein paar geschrieben. Und ja, ob ich hier heute landen werde, mag ich noch zu bezweifeln. Ich habe leider noch gar keine Zeit mit der R6. Ich bin die meiste Zeit jetzt hier R1 gefahren. Muss jetzt mich einmal ein bisschen auf die R6 einschießen. Marlon ist hier ordentlich gefahren. Der hat im Bund, glaube ich, eine 18 oder sowas, 2.18 hingelegt mit der R6. Mal gucken, ob ich das schaffe. Man muss hier auf jeden Fall ordentlich laufen lassen. Sehen wir uns gleich in der Startposition beim Rennen wieder. Wir fahren sie gleich raus, wenn die Lampen angehen. Viel Spaß. So Leute, kurzes Update. Ihr habt es gesehen, Qualifying und so lief gar nicht. Ich komme auf der R6 irgendwie hier noch null klar. Ich bin Startplatz 13 oder so, also kann eigentlich fast nur nach vorne gehen. Mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt. Ja, irgendwie Brünn ist noch nicht meins. Ich treffe die Punkte eigentlich ganz okay, nicht immer. Aber irgendwie fehlt mir, glaube ich, das in die Kurve reinbremsen. Ich bin gerade ein bisschen eigentlich genervt. Ich weiß es nicht, aber gehört natürlich auch mit dazu. Bin gespannt aufs Rennen. Weiter geht's. Willkommen aus der Startaufstellung. Ihr seht hier den Stefan schon, der sprintet raus. Wir wechseln jetzt auch die Kamera auf meinen Blick. Und es geht los. 15 Minuten Rennstart. Richtig gut. Ich bin ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Meine Plätze waren ein bisschen weiter hinten noch. Irgendwie hat sich da was in der Startposition verzogen. Ich habe beim Start direkt ein paar überholen können. Jetzt hier direkt erste Kurve. Auf jeden Fall ein paar Plätze gut gemacht. Es ist wieder 600er und 750 zusammen da vorne. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. In der gelb-blauen Kombi ist die Nina. Die hat leider da irgendwie den Gang nicht richtig reinbekommen und deswegen hat sich die ganze Gruppe ein bisschen zusammengestaucht. Ist aber alles easy da gelaufen. Ist ja nur ein Fun-Rennen. Alle sind sich da auch einig, dass das alles zum Spaß ist. Da den einen beschleunigt tatsächlich gleich noch aus. Sehr, sehr geil. Und habe auch noch gleich, glaube ich, 2 weitere oder einen auf jeden Fall noch auf der Bremse geholt. Das Feld teilt sich gleich ein bisschen auf. Die vorderen sind einfach deutlich schneller. Ihr habt es auch auf dem Qualifying-Zettel gesehen. Meine Zeit wirklich nicht überragend. Mit der R6 sowieso nicht. Mit der R1 war es okay, aber auch nicht schnell. Brünn einfach nicht meine Strecke.
geht jetzt erstmal wieder schön den Berg runter. Gerade in diese Kurven reinbremsen liegt mir, glaube ich, einfach nicht oder noch nicht. Und dementsprechend bin ich immer recht langsam gewesen. Jetzt gerade aber noch mit voller Konzentration und Cardio, war auf jeden Fall auch noch am Start, geht's unten ins Omega rein. Grundsätzlich da die Kurve sehr, sehr cool. Habe ich fast wieder den Elbow Down auch geschafft beim Event. Ist natürlich nicht so wichtig, aber jetzt gerade ist einfach ein bisschen, liegt das Ziel drauf, dass ich an der Gruppe vorne irgendwie noch dranbleiben kann. Meine Rennpace war ein bisschen schneller als im Qualifying. Dementsprechend war das Rennen auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut für mich und natürlich auch einfach ein bisschen konstant zu fahren und Start zu üben. Diesmal war wirklich sehr gut und jetzt probiere ich mich einfach dran zu hängen. Hinten der Abstand wird ein bisschen größer. Das wird sich aber später wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun. Aber mehr will ich gar nicht sagen. Im letzten Video hatte ich ein bisschen zu viel ab und zu gespoilert. Jetzt hier den Berg runter, lange rechts. Jetzt geht es wieder bergauf. Mit der 600er muss man hier wirklich flüssig aus der Kurve rauskommen, sonst hat man viel zu wenig Gas. Dennoch irgendwie auch die Sessions hier einfach nicht schnell genug im Kurvenspeed. Kurvenausgang grundsätzlich in Ordnung. Ich treffe die Punkte, bin aber häufig einfach zu langsam. Probiere jetzt aber hier den nächsten Fahrer zu bekommen. Ihr seht auch nach hinten, das Feld ist ein bisschen weiter abgelöst und vorne sind sie auch mittlerweile weg. Das Ganze ist ja erst eine Runde, also in Brünn echt verdammt lange Strecke, ich glaube über 5,4 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Hier hätte ich gefühlt schon vorbeifahren können, aber außen überholen machen wir grundsätzlich ja auch nicht. Deswegen dachte ich mir, komm, ich hänge mich erstmal wieder hinten dran, guck, was er macht, probiere ein bisschen Windschatten zu fahren. Er zieht jetzt, glaube ich, deutlich weg. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch eine 750er-Maschine. Kurveneingang, ich bin da immer noch langsam, der vor mir aber auch noch deutlich langsamer als ich. Dementsprechend, ich fahre einen ganz anderen Speed da. Probiere gleich beim Kurvenausgang ihn, glaube ich, zu überholen. Jetzt setzen wir mal hier an. So, ich denke, ich kriege ihn. Ah, dann dachte ich mir, ach, bevor er dann reinzieht, mich nicht sieht und wir crashen, lassen wir es lieber. Dementsprechend werde ich ihn vermutlich gleich an einem anderen Stück nochmal attackieren. Jetzt geht es hier wieder schön in die Linkskurve rein beim Rettungsweg sollte ich mal einlenken, wurde mir gesagt. Gefühlt trotzdem tickt zu langsam. Kurve hier gar nicht richtig den Ausgang getroffen, er aber noch schlechter. Dementsprechend kann ich ihn mir hier ganz entspannt überholen. Eigentlich überholt man ihn, glaube ich, hier innen und nicht außen, aber das hatte jetzt einfach gerade so gepasst. Und dementsprechend bauen wir jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen Abstand auf. Jetzt auf der Geraden kann er uns wieder ein bisschen mehr holen. Aber jetzt geht es ja auch unten ins Omega rein. Da sind wir, glaube ich, mit der 600er grundsätzlich ein Ticken schneller. Punkt hier auch wieder gar nicht getroffen. Ihr seht das, Brünn einfach noch nicht meine Strecke. So, jetzt wieder gleich in die wunderschöne Links rein. Geht wahrscheinlich alles viel schneller, aber irgendwie wollte es jetzt bei dem Rennevent einfach nicht sein. Übrigens, das Ganze kommentiere ich gerade aus meinem Urlaub in Italien nach. Ich wollte das Video aber unbedingt noch online bringen. Dementsprechend kamen auch in den letzten Tagen weniger Videos. Bin jetzt aber bald wieder zu Hause, dann kommt wieder ordentlich Content. Jetzt hier heißt der Kurve schlechthin. Hat sich aber, glaube ich, keiner mit einem richtigen Highsider da gelegt jetzt bei dem Event. So, mit der 600er hat man immer ein bisschen mehr Zeit als mit der 1000er auf den Geraden. Dementsprechend kurz immer ein bisschen ausruhen, Berg wieder runter. Da gehe ich, glaube ich, meistens in den dritten oder zweiten Gang sogar rein. Probiere dann wieder möglichst viel Schwung den Berg irgendwie mit hochzunehmen. Und ihr seht, das Feld vorne ist schon ein bisschen weiter weg. Dementsprechend werden wir auch vermutlich gleich, ich weiß nicht, wann ich den Cut gesetzt habe, aber werden wir einen Sprung machen, bis es wieder ein bisschen spannender wird. Und da hinten das Feld, ich setze mich ordentlich ab, fahre einfach so meine Linie, finde ich grundsätzlich aber ein bisschen schade. Ich hätte gerne irgendwie noch jemanden gehabt, der die ganze Zeit so meine Pace mitfährt, damit wir uns noch ein bisschen mehr battlen können und gegebenenfalls auch dadurch schneller werden. Ich deswegen ein bisschen, was heißt verloren auf der Strecke, aber ihr kennt es vielleicht selbst, wenn ihr jemanden vor einem habt, dann ist es, wieder, ist es immer leichter, schneller zu fahren als derjenige, weil man einfach seine Linie sich anschauen kann und da ein bisschen Verhältnis hat. Dementsprechend probiere ich jetzt so ein bisschen das, was ich gelernt habe, mit dem Stefan, mit dem Dorian umzusetzen. Hier ein bisschen rein. Ich glaube, ich bin trotzdem auch ein bisschen zu weit außen. Hier am Häuschen muss man den weitesten Punkt eigentlich haben, um dann am Ende wieder reinzugehen. Punkt treffe ich aber ganz gut. Jetzt hier auch wieder links über die Curbs rüber. Schaut grundsätzlich gut aus. Kann aber natürlich immer alles schneller sein. Jetzt hier die Kurve. Ich weiß nicht, ob ich immer zu hart angebremst habe. Gefühlt war es schon immer recht doll. Aber ich glaube, ich habe zu doll, zu viel verzögert. Und ja, jetzt diesmal den Punkt vielleicht ein bisschen besser getroffen. Irgendwie passt der Rhythmus hier einfach noch nicht so ganz. Trotzdem auch, das hat Stefan im letzten Video gesagt, die Sicherheit ist auf jeden Fall da. Ich hatte zu keiner Zeit im Rennen irgendwie eine richtig brenzliche Situation. Dementsprechend ist das auf jeden Fall schon mal gut, weil crashen wollen wir natürlich alle nicht, aber schneller werden wollen wir natürlich alle auch. Also wird dann im nächsten Event wieder angegangen. Das nächste Event übrigens Oschersleben.
Hier geht es wieder schön rein. Da waren gerade eben ein paar Ölspulen, weil da, glaube ich, im Training einer irgendwie gerade ausgegangen ist. Kann ich dir gar nicht sagen oder kann ich euch gar nicht sagen, was da jetzt passiert ist. Bisschen weit außen. Punkt am Ende treffe ich trotzdem. Unter der Brücke sollte man außen sein. War sogar noch ein bisschen mehr Platz, um hier wieder schön reinzugehen. Ja, das Ganze wieder in 15-Minuten-Rennen. Also 15 Minuten plus eine Runde. Dementsprechend sind wir so bei ungefähr 17 Minuten 20, je nachdem, wie deine Rundenzeit ist. Ich muss sagen, meine Kondition hat irgendwann schon ein bisschen nachgelassen. Es wurde schon ein bisschen anstrengender. Es waren jetzt auch 3 Renntrainingstage, an denen wir auch wirklich viel gefahren sind. Aber es lief grundsätzlich wieder besser, beziehungsweise man kriegt einfach eine gewisse Ruhe auf dem Bike. Ganz witziger Fact eigentlich. Ich fahre sonst immer mit Ohrstöpseln mittlerweile, weil das gibt mir eine totale Ruhe im Kopf. Habe ich vergessen beim Rennen, habe ich sofort gemerkt, es hat so in meinen Schädel reingedröhnt. Ihr hört es ja auch am Sound, das übersteuert ordentlich. Da hinten seht ihr, da kommen vielleicht langsam welche an. Also vielleicht habe ich nicht mehr so die Geschwindigkeit halten können oder andere sind schneller geworden. Dementsprechend können da gleich noch ein paar interessante Battles entstehen. Wie gesagt, gerade bin ich mir ganz sicher, ich glaube, wir setzen gleich einmal den Cut an und springen zu einer spannenden Runde. Ich meine, wir überspringen ca. 2 Runden, weil ich da so ein bisschen für mich gefahren bin. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob das für euch in Ordnung ist, wenn jetzt sozusagen nichts Spannendes passiert. Genau, hier ist der Cut. Da ist er jetzt schon ein bisschen näher dran an mir. Dann würde ich einfach im Video ab und zu ein bisschen schneiden, sonst passiert, glaube ich, einfach zu wenig. Ihr wollt ja auch was Interessantes sehen. So, ich treffe Punkte immer noch ganz okay, aber ich glaube, er hinter mir ist auf jeden Fall ein Ticken schneller. Ich weiß nicht, wie sein Bike geht. Ich meine, er hat auch eine Yamaha R6 am Start. Aber er war einfach ein Ticken flotter als ich unterwegs. Dementsprechend hat er ja auch gut aufgeholt. Er ist auch im Start vor mir gewesen. Also ich habe ihn am Start überholt und er ist dann wahrscheinlich in irgendeiner Gruppe hinten gehangen und konnte nicht die ganze Zeit überholen. Dementsprechend hat er jetzt erst wieder quasi freie Fahrt mit mir zusammen. Und ganz witzig, der war auch bei mir mit in der Box. Also Grüße gehen an dich raus, falls du das Video auch schaust. Jetzt saugt er sich, glaube ich, langsam an mich ran. Mal gucken, wann wir wieder nach hinten blenden. Jetzt geht es wieder in die rechts rein. Und ich glaube, gleich kommt nochmal... Ja, der blickt nach hinten. Setzt er hier schon zum Überholen an? Nee, hier setzt er noch nicht an. Aber wir sehen ihn. Ich habe ihn auch beim Fahren immer gehört, dass da irgend so ein R6-Blubbern in der Kurve hinter mir war. Da setzt er aber noch nicht an. Da bleibt er noch hinter mir eine Runde. Grundsätzlich, meiner Meinung nach, fährt er recht schräge schon, sehr viel Schräglage, wenn ich das jetzt kurz so sehe und wenig Hanging Off. Kann man aber natürlich über die GoPro jetzt auch nicht immer so leicht beurteilen. Auf der Geraden sind wir, glaube ich, leistungstechnisch fast gleich. Bremse setzt er wahrscheinlich einen Ticken später als ich, weil er auch einfach einen Vordermann als Relation hat. So, jetzt hier wieder ganz entspannt die 360 Grad an sich. Wir beschleunigen wieder raus. Der Sound einfach brutal geil. Hier den Berg wieder hoch. Ist irgendwie noch nicht so meine Lieblingskurve, jetzt hier links möglichst weiter links bleiben, um sich schön in die rechts reinfallen zu lassen. Ich lenke da, glaube ich, noch zu früh ein. Hier ist noch so ein kleiner Hügel oder so ein kleiner Hügel auf dem Boden und da kann man auch gerne mal einen Highsider kriegen, aber meistens eher die 1000er oder wenn man bei einer ganz anderen Speed ist und nicht bei meinem. So, ich hoffe, wir blenden gleich einmal nochmal nach hinten und schauen uns an, wo denn jetzt unser Konkurrent steckt. Ich glaube nämlich, er hat sich mittlerweile richtig an uns rangesaugt. So, da ist er. Geht nicht so weit raus wie ich jetzt auf der Linie. Hier ist er da nicht ganz gut rausgekommen. Tempo. Sind wir, glaube ich, auch wieder gleich schnell. Er könnte eigentlich noch deutlich weiter hinter mir fahren. Aber macht der Fitter doch einfach aus Sicherheitsgründen, dass er nicht ganz dran bleibt. Dann sehe ich ein bisschen weiter außen wieder. Jetzt habe ich es in der Kamera natürlich nicht so gut, ob er da jetzt schneller ist oder langsamer. Ausgang habe ich diesmal nicht wirklich gut getroffen. Da war ich ein bisschen zu weit außen schon. Habe es dann nachkorrigiert. Ist aber auch bei der 1000er auch nochmal extrem wichtig. Weil wenn du da voll ausreißt und nicht die vernünftige Linie hast, dann fährst du ganz komisch. So, und jetzt wird es gleich spannend. Irgendwann wird er ja wohl ansetzen. So, da ist er wieder. Seht ihr, was ich meine? Gefühlt vielleicht ein Ticken zu wenig Hanging Off oder es sieht einfach auf der GoPro so aus. Gerade in Brünn, wo man auch viel übers Vorderrad fährt, viel reinbremst, wo ich auch wirklich immer noch extrem viel Respekt vor habe. Deswegen auch hier die Kurven und so könnte man deutlich schneller nehmen. Einfach übers Vorderrad reinbremsen. Liegt mir einfach noch nicht so. Hier, ja, ganz okay getroffen. Da ist er schon richtig nah dran. Also da bin ich deutlich langsamer unterwegs als er. Jetzt nimmt er hier den Schwung mit, kommt er vorbei. Und wir sehen es dann. Ja, er sticht da in die lange Linkskurve rein. Ich sehe das, gehe ein bisschen weiter außen, um dann den Schwung wieder mitzunehmen. Und er zieht erstmal weg. Aber ich natürlich in meinen Gedanken dachte mir, geil, jetzt habe ich wieder jemanden vor mir und dann können wir da zusammen schön das Rennen beenden, wie es auch immer ausgeht.
wieder schön rein in die Rechtskurve. Und da sehen wir, sein Bein geht hoch und leider hat er sich hingelegt. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, mein Boxnachbar, ihm geht's gut. Das Bike ist auch nicht so krass kaputt. Und das wird auch das, was ich meine. Vielleicht zu viel Schräglage, zu viel übers Vorderrad gefahren. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich bin da natürlich auch nicht der Profi drin. Aber schade. Ich dachte mir so, wow, Mann, jetzt können wir gerade zusammen fahren. Und dann legt er sich so ganz smooth da irgendwie ab. Ach, doof gelaufen. Dementsprechend habe ich jetzt hier meine letzten Runden. Und noch trauriger eigentlich, das war das letzte Rennen, die letzte Runde. Also wir setzen jetzt gleich zur Last Lap an. Also in der vorletzten Runde stürzt er dann auch noch unglücklicherweise in seinen letzten Runden vom ganzen Rendiment. Also blöd gelaufen, aber was soll man machen? So ist es ab und zu. Toi, 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 ich habe hier irgendwo Holz, kann ich mal raufklopfen. Ist es mir zum Glück noch nicht wieder passiert. Dementsprechend denke ich mir jetzt auch gerade, komm Lukas, bring das einfach safe zu Ende. Hab ab und zu mal nach hinten geguckt und gesehen, dass da jetzt nichts mehr wirklich los ist. Dementsprechend auch die letzten Runden, glaube ich, einen Ticken langsamer. Und setze ich jetzt an zu meiner letzten Runde. Hier wird das Schild, ihr könnt es wahrscheinlich nicht richtig sehen, Last Lap und da oben drauf, rausgehalten. Und ja, dementsprechend wird jetzt danach abgewunken. Wir fahren jetzt noch ganz entspannt, das heißt ganz entspannt, aber wir fahren jetzt mit einem angemessenen Tempo einfach zu Ende. Ich glaube, ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen am Pumpen, aber es geht, es geht. Also wenn man weiß, dass man nicht mehr so viele Fahrer oder irgendwie so hinten drin hat und vorne auch nichts mehr, wo man attackieren kann, ist man da, glaube ich, ein bisschen cooler unterwegs. Dementsprechend probiere ich einfach nochmal ein bisschen vernünftig zu fahren. Ich weiß gar nicht, Punkt hier. Oh, guck mal, dann treffe ich den Punkt sogar auch vernünftig. Ich glaube, das habe ich mir im Kopf auch nochmal gesagt. Komm, fährst du jetzt einfach ein bisschen ordentlicher hier. Auch okay. Kann man schon einen Ticken früher eigentlich ans Gas. Oh, ein bisschen weit ausgekommen. Und genieße nochmal meine letzte richtige Rennrunde jetzt von dem Event. Wie gesagt, nächstes Event wahrscheinlich wieder Oschersleben. Ich weiß gar nicht, ob da ein Sprintrennen stattfindet. Da wird aber wahrscheinlich ein Endurance-Rennen stattfinden. Dementsprechend werde ich mit Marlon und der 1 und der 6 zusammen einfach mal ein Langstreckenrennen zu zweit fahren. Auch wenn wir dann in der Tausenderklasse fahren, ist, denke ich, nicht so wild. Ja, wir setzen hier zum letzten Mal diesen wunderschönen Omega an. Fahren raus, probieren hier auch nochmal schön reinzubremsen. Hier ein bisschen auch im Hinterkopf der Junge, der gestürzt ist. Ich glaube, ich gucke auch so ein bisschen durch den Augenwinkel auch nochmal nach, ob er da irgendwo liegt oder ob alles in Ordnung ist. Krankenwagen oder so kam alles nicht. Ihm ging es gut, wie gesagt. Habe ihn auch noch später in der Box gesehen. Und dann geben wir jetzt noch mal ein bisschen Gas. Denke ich mir so, okay, ein bisschen einschlafen oder richtig einschlafen willst du jetzt auch nicht. Und dann fahren wir das Ding jetzt schön zu Ende. Letztes Mal ordentlich den Berg hoch. Der arme R6-Motor hat auch schon wieder bei dem Event richtig auf den Sack bekommen. Aber er läuft. Aber er läuft. Also von daher keine Konkurrenz mehr hier irgendwo zu sehen. Dementsprechend tragen wir uns jetzt hier noch mal schön den Berg hoch. Im letzten Video hat Stefan ja hier auch wieder einen schönen Wheelie auf der R1 gezogen. Kriege ich mit der R6 nicht ganz so von der Leistung. Ich glaube, gerade eben auch nochmal ein kurzer Blick nach hinten, was die Konkurrenz macht. Da ist keine. Also biegen wir ein. Jetzt auch nochmal wirklich im Kopf einfach. Lukas ist ein Fun-Rennen. Hier hat sich im Event auch einer schön zerschossen mit einem Highsider. Habe ich nicht auf Kamera, aber habe ich auf jeden Fall in meinem Kopf noch drin. Und genau da sehen wir die Zielflagge wird gewunken, das Rennen ist vorbei, ich mache auf entspannt, richte mich erstmal auf, durchatmen, ganz cool, die ganzen Leute winken noch, ich fahre in die Box rein und hier wird man natürlich auch immer von den Hafenweger-Jungs abgeklatscht vom Philipp und wir sehen uns gleich, glaube ich, nochmal beim Auto wieder. So Leute, mal ein bisschen anderes Auto, Rennen ist vorbei, eigentlich kommt gleich noch eine Siegerehrung, die werden wir wahrscheinlich heute nicht mitnehmen, was ich euch aber geben kann oder mitgeben kann, sind die Rundenzeiten. Rennen war okay. War ereignisreich. Start war wirklich sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gut nach vorne gekommen. Ich habe mit einem hier bei mir in der Box, der mich später nochmal überholt hat, der leider gestürzt ist. Ihm geht's aber gut, also alles soweit fit. Hatte ich noch kurz gesprochen. Ich bin in der 600er Klasse 8er geworden. Und zwar mit 12 Sekunden Abstand zum ersten. Also da vorne sind auf jeden Fall schnelle Leute dabei. Ich habe auch meine Zeiten hier. Und zwar bin ich eigentlich kontinuierlich 22.8, 22.2, 22.1, 22.1, 22.3 und dann die letzten zwei waren langsamer 23 gefahren. Ich bin ganz schön unzufrieden, irgendwie, weil das nicht mein Speed ist, den ich sonst von mir kenne, auch auf der R6 nicht. Aber was soll's, das ist ein Renntraining, es hat alles gut funktioniert. Ihr seht, die Bikes sind wieder hier am Start, es fängt an zu regnen und deswegen beenden wir das Video jetzt mal. Wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht kommen jetzt ein paar Tage keine Videos, ich bin im Urlaub. Und ciao. Run away, run away.
baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite.